Willkommen zurück im Shroomland und ich bin so ungefähr da, wo ich vorhin war, am Ende der letzten Folge und bin hier in der Verlegenheit, mich doch sehr beeilen zu müssen, also nicht sehr, aber für meine Begriffe doch schon, weil es mich gerade stresst, aber da habe ich schon geschafft. Oh, Kacke, da hätte ich jetzt reingekonnt, ne? Fuck you, Bitch. Egal, ich oh nee, da komme ich nicht rein. Was mache ich denn da? Ja, komm. For the sake of it, ich probiere es aus. Ich will es wissen. Wow. Also bis da vorne wäre ich ja gekommen, so, das haben wir jetzt alle gesehen. Alter, kann nicht wahr sein. Kann einfach nicht wahr sein, ne? Jetzt aber. Mario! Gib Gas, komm. Den überholen wir einfach. Da springen wir drunter durch. Groß machen wir uns nicht. Ja, aber verschwinden jetzt in der geheimnisvollen Röhre. Oh Gott. Wollte ich hier wirklich rein? Boah, das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus, ob der wirklich ganz tollen Musik. Okay, jetzt komme ich da raus. Da vorne kam ich nicht rein, aber groß machen tun wir uns. Ich mag gar nichts sagen, weil ich die Musik einfach so geil finde. Bam. Ach shit, jetzt habe ich bestimmt was Geileres da rechts verpasst. Ah, ein Drittel Chance. Wow, Kojan ist da. Was geht bei dir denn? Quatsche ich dir gerade in die Aufnahme rein, oder was? Auf jeden. Ja, das tut mir leid. Ach. Ja, das war jetzt auch absolut nicht... Alter, ich habe gefailt, ne? Das war auch jetzt nicht vorauszusehen. Was machst du denn hier? Ja, ich wollte dir einen schönen Abend wünschen. Nein, ich wollte... Ja, ich dachte, guckst mal, ob er online ist und zack, in Bams, die Aufnahme. Natürlich rein. Bin ja. Ich online, Junge. Ja, seid gegrüßt da draußen. Ja, ja, von mir auch nochmal. Huch. Ja, das ist die richtige Frage. Ich zock gerade einen Super Mario World Hack. Oh. Ja, endlich mal. Wow. Lang geplant und jetzt habe ich es endlich mal einfach angefangen hier. Einen, den ich schon mal irgendwann begonnen hatte und mit der, wie hieß sie noch, Suspensia, glaube ich, zusammen. Aber wir haben es dann doch nicht sozusagen hochgeladen, weil wir einfach nur gefailt haben. Das war richtig, richtig schlecht. Und da haben wir uns gedacht, ne, komm, das kannst du keinem mal antun, so. Hui. Und jetzt habe ich es nochmal alleine probiert, so, auch mit ein bisschen Abstand natürlich. Und was ploppt da rechts unten auf? Er spielt Age of Empires 2. Ich hab's gestartet. Er hat's gestartet. Sehr gute Entscheidung, muss ich sagen. Alter. Was denn? Ja, so ist ja so Standard bei so Games, die du neu installierst, ist immer zu laut. Ja. Voll Age. Ja doch, Age of Empires vor allem, aber ich glaube, das legt sich, wenn du im Spiel bist. Oder ich glaube, dass... Was war das denn jetzt gerade? Der Vorspann oder die Musik im Hauptmenü wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja. Haben Lukas und ich auch immer so. Dann drehst du voll ab, vor allem, wenn das Ingame dann immer leise gestellt. Oh Gott. Dass es so ein stranger Hack gibt, so Bonuslevel. Und die sind halt immer so ein bisschen psychedelic oder so angehaucht. Mhm. Hier blinkt alles und komische Musik und so. Boah, raus hier aus dem Level. Puh. Und du bist jetzt noch richtig Jungfrau, was Age of Empires 2 angeht. Ich habe, glaube ich, sowas in der Art noch nie gespielt. Ah, also klar, geil. Klar, Command & Conquer, ne? Oh, was denn? Welchen Teil? Oder welcher Teil? Tiberium-Konflikt war das, glaube ich, damals. Ja. Also PlayStation 1-Titel, ne? Ah, auf der PS1. Also PSX. PS1 darf man ja nicht sagen. Nee. Ja, ist verwirrend so ein bisschen, oder? Mit dem One? Naja, die erste PlayStation, die es damals gab, inklusive Tekken für 600 Mark. Für 600 Mark, den Preis weiß er noch. Das hat sich ja wehgetan damals. Ja. Nee, ich meine nur, Nee, PS1 gab es doch später. Also ursprünglich war es doch einfach die PlayStation oder ich glaube PSX hat man die genannt. Und dann gab es irgendwann die PS1. Das war dann nochmal so ein entschlacktes Modell irgendwie. Okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Wo bin ich denn hier? Geisterhaus, okay. Aber ich würde sagen, das sparen wir uns auch für die nächste Folge. David, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Bye. Tschüss.